Dann kommen wir zum Stehen auf die Matte. Mit den Füßen im ersten Zehntel der Matte, das ist ziemlich weit vorne, und den Füßen hüftgelenksweit, dass wir einen guten Stand haben. Und wir rollen die Füße im Stehen etwas an und ab und machen uns leichtfüßig. In diesen Füßen steckt auch hier sehr viel mehr, als wir denken. Es sind nicht einfach Füße, jetzt sind es Fußsohlen, die uns langsam ins Bewusstsein kommen, dass da unsere ganze Energie beginnt, die Verbindung zur Erde, zur Mutter Erde, und dass wir uns nur erkennen, weil Mutter Erde uns sagt, hier bist du, hier bewegst du dich. Gut. Dann setzt ihr ganz langsam die Fersen ab und richtet die Füße noch einmal parallel aus und hüftgelenksweit. Gut. Der zweite Zeh ist immer gut anzuschauen, dass die Mitte ist wie eine Mittellinie durch Fußgelenk. Und wenn jetzt alle Zehen so da sind, dann fächern wir sie, ziehen einatmen die Zehen hoch, spreizen sie in der Atempause und legen sie ganz langsam und weit gefächert ab. Schön. Einatmen, nochmal hochziehen, die Finger etwas spreizen dazu, dann kommt Körperspannung und dann weit gefächert ablegen mit dem Ausatmen. Und beim letzten Mal fächern wir noch weiter, ziehen mal hoch, ganz hoch, legen dann nur den kleinen Zeh ab, nur den kleinen. Und dann den großen und die anderen lassen wir hoch. Gut. Staunen ein bisschen. Und dann legen wir die anderen drei ab. Und schon geht's nach unten mit den Händen vor dem Herzen. Macht euch kugelrund, kugelrund, kugelrund und kommt unten an. Und steckt mal bitte mit gebeugten Knien jetzt zwischen diese Zehen, steckt eure Finger. Dann wird euch die Engmaschigkeit bewusst und die Kraft, die in den Zehen steckt. Diese Zehen machen jetzt zu und sagen, nein, geht nicht, aber es geht dann doch. Zieht ein bisschen, ein Fingerchen nach dem anderen zwischen die Zehen hinein. Und macht eure Füße ganz groß und ganz weit. Und staunt jetzt ein wenig, staunt. Und die Füße lassen jetzt ganz langsam nach, lassen los und die Finger gehen noch mehr zwischen diese Zwischenräume. Und beim Einatmen könnt ihr euch an diesen Fingern langziehen und mal nach vorne schauen. Das gibt eine halbe Vorbeuge. Und beim Ausatmen macht jetzt den Rücken ganz kugelrund und geht tief hinein. Und einatmen, zieht euch noch einmal lang und schaut nach vorn. Und mit dem Ausatmen werdet kugelrund und zieht noch ein bisschen mehr rein. Denn jetzt kann man durchziehen an den Fingern, kann man ganz weit nach vorne gucken und lang machen und dann kann man tiefer beugen, mal die Ellbogen ein bisschen zur Seite nehmen. Gut, und einatmen, nochmal lang ziehen. Löst jetzt bitte eure Finger und fühlt mal ein bisschen nach, wenn ihr die Fingerkuppen nun vor der Matte abstellt. Und dann machen wir das Gleiche, ziehen uns noch einmal lang und verbeugen uns ganz tief. Wartet ein bisschen, bis die Beine länger werden. Einatmen, zieht euch kraftvoll jetzt nach vorne, lasst die Augen leuchten und der rechte Fuß geht nach hinten und es ist der erste Ausfallschritt heute. Schaut deshalb unten durch, sind meine Füße hüftgelenksweit und mein hinteres Bein kann ich es ansteuern und drückt in den großen Zehenballen hinten und dann lösen sich auch schon die Hände und steigen nach vorne entlang der Ohren und beim Ausatmen entlang der Rippen nach hinten. Spreizt die Finger, dann tragen sie euch mit, atmet ein, schickt sie nach vorn. Gut, atmet aus, schickt sie nach hinten. Und ein letztes Mal schön nach vorne, schön leuchtende Finger. Wir stellen sie ab und wechseln über vorne. Beim Einatmen kommt der rechte Fuß nach vorn. Und beim Ausatmen geht das linke Bein gediegen nach hinten, hüftgelenksweit auch hier. Und mal schauen, mein vorderes Knie, ist das 90 Grad im Winkel, denn nur so trägt es. Fußgelenk, Unterkniegelenk hält, deshalb einatmen, gehen die Arme entlang der Ohren nach vorn und entlang der Rippen nach hinten und entlang der Ohren nach vorn. Gut, entlang der Rippen noch einmal nach hinten. Ein letztes Mal nach vorn und das soll euch zeigen, wie kraftvoll und leuchtend ihr seid. Und dann stellt die Fingerkuppen ab, der rechte Fuß geht nach hinten in einen ersten nach unten schauenden Hund. Bitte lasst ihn nach unten schauen, nicht nach hinten schauen. Er soll einfach nach unten, dass der Nacken schön lang bleibt, nach unten schauen und die Finger sind groß gespreizt, kleiner Finger am Mattenrand. Gut,
Auch hier die Fußsohlen ins Bewusstsein rufen und mal Wasser treten, leichtfüßig sein, weit werden. Die Muskeln werden jetzt lang und weit und so kann auch das Herz weit werden. Und der innere Blick, ein ruhender Blick, wenn ihr die Augen schließt, ist ein weiter Blick auf euch selbst. Schön. Beim nächsten Einatmen gleitet nach vorne und messt mal ab, dass es ein Brett gibt, eine schiefe Ebene. Gut, haltet das jetzt und schiebt euch zurück in den herabschauenden Hund, ohne Hände und Füße zu versetzen. Beugt noch einmal eure Beine und dann dreht von innen die Oberschenkel langsam nach hinten, bis sich die Beine strecken, egal wo die Fersen in der Luft stehen. Die rechte Hand drückt, das rechte Bein steigt hoch, das wird langsam und kraftvoll hochgehen. Langsam, langsam, langsam. Und es ist ein gedrückter Zehenballen oben in der Luft, sodass das Bein sich streckt. Richtig kraftvoll. Und mit dem Ausatmen langsam wieder runterkommen. Und beim Einatmen, wenn die linke Hand hilft und fest erdet, dann kommt das linke Bein hoch und es stößt hoch. Und es wird ein kraftvolles, richtig kraftvolles Bein. Und ein gestrecktes Bein. Und ihr drückt die Großzehballe, drückt, 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 dann streckt sich das Bein. Toll. Und dann stellt das Bein langsam und gerade wieder ab. Und jetzt kommt der linke Fuß nach vorne zwischen die Hände. Und wir gehen schon in den ersten kleinen Hüftöffner und laufen mit dem linken Fuß zum rechten Daumen. Atmen hier ein und mit dem Ausatmen langsam sich über sein eigenes linkes Bein verbeugen. Einatmen, stoßt das Knie wieder nach vorn und beim Ausatmen sich verbeugen. Und das ist voller Achtsamkeit und voller Achtung. Einatmen, stoßt das Knie nach vorn. Und beim Ausatmen atmet in linke Hüfte und linkes Gesäß. Einatmen, stoßt nach vorn. Gut. Und ausatmen nach hinten. Ein letztes Mal nach vorne stoßen. Gut. Und wir laufen mit dem linken Fuß zurück zum linken Daumen. Und Achtung, seid achtsam, wir schieben uns ins Brett, nicht in den nach unten schauenden Hund. Linker Fuß nach hinten und ein kraftvolles Brett. Staunen ein bisschen über unsere Kraft, atmen tief ein und beugen die Ellbogen halb und kommen wieder hoch. Gut, und beugen die Ellbogen halb und dann halbieren wir die Hälfte, ein Viertel noch und dann kommen wir runter mit oder ohne Knie. Sehr gut. Die Hände bitte verschränkt sie hinter dem Gesäß und macht die Beine zu, ganz zu. Und dann verschränkt eure Finger ganz liebevoll, flechtet sie ineinander. Schön. Die Ellbogen beugen sich und jetzt macht die Füße ganz wenig auf, dann seid ihr hüftgelenksweit im Liegen. Das merkt sich das Gehirn auch und das stimmt jetzt. Und wenn ihr jetzt diese Füße drückt, dann hebt sich das Becken, es kommt hoch und ihr schubst mit den Daumen das Steißbein hinten runter und erdet das Schambein. So, jetzt rollt ihr die Schultern ganz hoch zu euren Ohrläppchen, schiebt sie hinter die Ohrläppchen und wartet, bis die Arme sich strecken und dann kommt ihr mit gestreckten Armen vorne hoch. Wenn die Arme sich strecken, kommt ihr hoch und beim Ausatmen lasst die Stirn mit geschlossenen Augen wieder sinken. Einatmend beugt die Ellbogen und rollt die Schultern, kommt hoch, lasst den Nacken schön lang. Und öffnet das Herz und beim Ausatmen legt die Stirn sanft wieder ab. Und ein letztes Mal, langer Nacken, rollt die Schultern und kommt langsam hoch. Und hebt jetzt weit die Füße, spreizt die Zehen, wie gerade eben beim Stehen. Spreizt sie, spreizt sie, spreizt sie. Werdet offener, werdet weiter, staunt ein bisschen, erkennt euch und dann kommt langsam runter. Wir benutzen die Hände, nehmen sie unter den Schultern wahr. Kleine Finger am Mattenrand. Schön. Und jetzt kommt nur eine kleine Kobra, ich bitte aber nochmal auszurichten, die Füße hinten festdrücken, liebevoll drücken, das Becken mal hochzunehmen, ganz hoch, richtig hoch, Knie kommen weg, Becken kommt hoch. Und jetzt zieht in der Mitte zwischen den Pobacken, zieht runter und erdet das Schambein. Gut, und wenn ihr da geerdet seid, zieht an den Händen Richtung Hüften und dann kommt es auch schon in die erste Kobra mit gebeugten Ellbogen. Ja, und macht jetzt ganz weit, unter den Schlüsselbeinen, macht weit, weit, weit. Atmet hier ein, mit dem Ausatmen zieht ihr rechts den Ellbogen ein bisschen nach hinten und dreht nach rechts. Einatmet, kommt zurück, sehr schön. Und dann zieht mit dem linken Ellbogen weit nach hinten und dreht nach links. Ganz durchlässig werden
Und jetzt stellt die Zehen so um in der Mitte, wie ihr seid, und ab geht's in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, kommt nach vorne wieder, gleitet in ein Brett, wundert euch über eure Kraft, legt den rechten Fuß über den linken und schwebt sanft mit oder ohne Knie nach unten und legt ab. Gut gemacht. Schön. Diesmal nehmen wir die Ellbogen bitte unter unsere Schultergelenke. Machen die Unterarme parallel zueinander und gehen in die Sphinx. Wir spreizen die Finger. Gut, machen die Füße hüftgelenksweit. Ja. Und auch hier noch einmal durch Fußdruck hebt sich das Becken ganz leicht. Und dann ziehen wir Steißbein runter und erden das Schambein. Und jetzt rollt die Schultern hoch zu den Ohren, zuerst zu den Ohren. Und dann rollt sie nach hinten an den Ohren vorbei. Und indem ihr an den Unterarmen zieht nach hinten, öffnet sich das Herz und wird ganz weit nach vorn. Und das schauen wir mal rein in den Bauchnabel und machen den Rücken weit. Schaut in den Bauchnabel. Und jetzt zieht ihr ganz bewusst die Schulterblätter zueinander und schaut nach vorne in die Welt. Sehr schön. Schaut in den Bauchnabel. Und dann die Gegenbewegung, rollt die Schultern und zieht die Schulterblätter zueinander und schaut nach vorn. Und letztes Mal ganz, ganz fein nach innen schauen und dann sich weit nach außen darzustellen, lichtvoll, glanzvoll in der Weite. Und jetzt stülpen wir die Zehen hinten um und bleiben mal auf den Unterarmen. Sehr schön. Atmet hier ein, hebt das rechte Bein, ein bisschen nur, und dann kickt mal nach rechts. Wundert euch über die Kraft und kickt nach rechts und kickt nach rechts und dann wieder zurück. Und ein gestrecktes linkes Bein hebt es an, blickt nach vorne und kickt nach links und kickt nach links und kickt nach links. Gut. Und dann legt ab und ganz ab. Und jetzt ist die Kobra wie ein Kinderspiel. Wir nehmen die Hände an den Mattenrändern wahr mit den kleinen Fingern. Und jetzt steigt schon hoch, rollt die Schultern, macht weit. Gut. Und öffnet euch richtig. Lichtvoll, glanzvoll, Ellbogen gebeugt, Ellbogen nach hinten ziehen und nicht in den Rücken drücken. Gut. Und jetzt stülpt um und ab geht's in den nach unten schauenden Hund. Auch hier Wasser treten, immer ein bisschen verteilen die Energie und ganz weit werden. Einatmend kommt der rechte Fuß nach vorne, der linke dazu und wir weilen in der Vorbeuge. Atmet tief ein und zieht euch bitte an den Fingerkuppen lang. Lasst die Füße ein bisschen offen, dass ihr Platz habt. Und beim Ausatmen geht es schon wieder ganz weich und tief und verständnisvoll, liebevoll nach unten in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, nochmal lang ziehen. Die ersten Stühle warten. Wir setzen uns auf den Stuhl, nehmen unten unsere Waden in die Hand, drückt mit dem Handteller gegen die dickste Stelle der Wade und dann geht ihr tiefer in den Stuhl hinein. Richtig sitzen. Und dann ist der Abstand auch gemessen, wenn ihr mit dem Mittelfinger unten mal den Abstand messt. So, bleibt sitzen und schickt die Arme über Kopf. Gut gemacht. Sehr schön. Und dann drückt die Füße und kommt langsam hoch zum Stehen und die Hände vors Herz. Gut gemacht. Schließt die Augen, erfahrt euch. Schön. Gut. Wir verschränken jetzt im Stehen die Hände nochmal hinten und liebevoll diese Finger verweben. Und auch hier bitte ich euch zuerst die Schultern hoch zu den Ohren und dann an den Ohren vorbei, die Ellbogen sind noch gebeugt. Und dann wartet einfach, bis die Arme sich strecken und strecken und strecken. Und jetzt zieht ihr sie weit weg, ohne dass ihr die Ellbogen durchdrückt. Einatmen, nochmal ein bisschen anbeugen. Und dann langsam die Arme strecken, ohne die Ellbogen zu überstrecken. Unter den Schlüsselbeinen, da fängt es an aufzugehen. Gut. Atmen jetzt tief ein und dann schiebt ihr die Knie nach vorne, ganz weit nach vorne und kommt über den Stuhl in die Vorbeuge mit den Armen über dem Kopf. Und lasst euch nun wirklich atmen. Lasst euch atmen. Denn beim Einatmen steigt eure Energie bis ins Becken, die Beine strecken sich und beim Ausatmen wird der Rücken lang und die Arme steigen weit über den Kopf, ohne dass ihr zerrt und ohne dass ihr zieht. Einatmen, denkt euch hoch von den Füßen bis ins Becken und beim Ausatmen wird es ganz weich und die Arme gehen so weit sie heute können, weit über den Kopf.
Einatmen liebevoll bis ins Becken hoch und dann über einen weichen, langen Rücken tief in die Vorbeuge. Jetzt schiebt ihr die Knie bitte nach vorne und nehmt die Daumen zurück aufs Kreuzbein. Blick nach vorne, macht die Augen auf. Und jetzt streckt noch einmal diesen Stuhl so richtig in seiner ganzen Schönheit mit den Armen über den Kopf. Dann kommen wir noch einmal hoch zum Stehen und verschränken die Hände noch einmal hinter dem Gesäß, aber andersrum bitte. So dass der andere kleine Finger nach oben zeigt. Nicht wie gewohnt, andersrum. Gut. Jetzt sind wir hier schon ein ganzes Stück weit ums Herz herum geöffnet und das nehmen wir uns wirklich als Geschenk und gehen in die Rückbeuge, in die Stehende. Da bitte ich euch, die Ellbogen noch einmal zu beugen, die Schultern nach hinten zu schieben und ganz langsam zu warten, bis sich jetzt die Arme strecken, aber nicht überstrecken. Und jetzt denkt euch in den Füßen ganz fest und lasst in den Händen, lasst ein Bild entstehen. Ich sage immer, das ist eine ganz, ganz schöne goldene Kugel, aber die ist ganz schwer. Und dann lasst euch von dieser Kugel langsam nach hinten unten ziehen, ohne dass ihr drückt, ohne dass ihr drückt. Und sind die Schulterblätter, die euch halten? Gut. Und dann müsst ihr keine Angst haben. Die Schulterblätter, die heben das Herz nach oben und der Nacken wird ganz lang. Ganz, ganz lang und ihr könnt vertrauen. Gut, dann kommt langsam noch einmal zurück. Und wir verschränken die Hände so, wie wir gewohnt sind und machen die Füße ganz fest, richtig fest. Gut, und bis ins Becken bleibt alles genau gleich stehen. Wir rollen die Schultern an den Ohren vorbei und dann lasst diese Kugel ganz schwer werden. Und dann denkt euch nur beim Herzen ganz weit, richtig groß und golden weit. Und diese goldene Kugel in den Händen, die zieht runter, 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 runter. Immer weiter runter, immer weiter. Bis die Hände in den Kniekehlen sind. Naja, das machen wir morgen. Beine gestreckt, Beine gestreckt. Gut. Dann drückt fest in die Beine, in die Schulterblätter, kommt langsam wieder zurück. Und jetzt wollen die Hände vor dem Herzen oder aufs Herz und wollen das wirklich wahrhaben. Dass wir auch sind zwischen den Zellen, zwischen den Muskeln, zwischen den Knochen. Und dass da Lebendigkeit ist und Licht. Gut geöffnet bitte ich euch mit den Händen vor dem Herzen in die Vorbeuge unten anzukommen. Mit den Fingern abgestellt. Auf Klötzen oder auf dem Boden, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge. Gut, wir drehen, atmen ein, ziehen uns lang, rechte Hand geht links an den Knöchel außen, rechtes Knie schiebt nach vorn und die linke Hand kommt auf die Schulter. Und jetzt zieht ihr euch bitte ganz lang, richtig lang ziehen, bis diese linke Schulter am Ohr vorbeigeht und der Nacken lang bleibt. Schön. Und dann stoßt diesen linken Arm hoch. Gut. Stoßt ihn nicht hinter euch, sondern hoch. Und wenn etwas dreht, dann dreht beim Herzen. Schön. Werdet lang nach vorn und dreht unten durch. Die rechte Flanke schiebt unten durch. Atmet ins Gesäß. Gut. Lasst Licht leuchten und kommt langsam zurück. In der Mitte stellt ihr die Fingerkuppen ab, zieht euch ganz lang, liebevoll. Und dann auch liebevoll verbeugen. Spürt, wie euer Körper nach der anderen Seite ruft. Und nehmt die linke Hand an den Knöchel rechts außen, schiebt das linke Knie nach vorn und nehmt die rechte Hand auf die Schulter. Und jetzt zieht euch zuerst in die Länge mit der Schulter zum Ohr und dann die Schulter hinters Ohr. Unten drücken, drücken, drücken und dann steigt der rechte Arm hoch und nicht nach hinten, hoch, ganz hoch. Und dann bleibt der Nacken lang. Super. Becken nochmal nach hinten ziehen und dann umso mehr aufdrehen. Licht kommt rein, ganz schön. Und wir kommen zurück und stellen ab. Das werden wir jetzt im Ausfallschritt genauso tun. Einatmen, zieht euch lang. Rechtes Bein nach hinten, Ausfallschritt. Nehmen die rechte Hand etwas näher zum linken Fuß und die linke Hand auf die Schulter. Und auch hier lasst den Arm hochsteigen. Wenn ihr merkt, die rechte Flanke steigt, unten rein und geht nach links und dann kann der linke Arm hoch. Und würdet ihr nach oben schauen, wenn ihr keine Nackenschmerzen habt, würdet ihr euren linken Daumen in der Luft sehen können. Zieht den Arm nicht weg nach hinten.
gut. Und dann kommt zurück und stellt ab. Wir wechseln über hinten, der linke Fuß geht nach hinten in den nach unten schauenden Hund und wir beugen zwischendurch die Knie, ziehen den Rücken lang und strecken langsam die Beine, egal wo die Fersen sind. Diesmal kommt der rechte Fuß bitte nach vorne zwischen die Hände und schaut wirklich, dass das Fußgelenk unter dem Kniegelenk ist. Super. Wir laufen mit der linken Hand zum rechten Fuß. Lasst euch Zeit, atmet, nehmt die rechte Hand auf die Schulter. Streichelt mal eure Schulter, streichelt sie und nehmt sie dann lieb zum Ohr. Gebt sie liebevoll hinters Ohr und lasst euch berühren von Schulterblättern, die euch tragen hinten. Und dann schiebt den Arm einfach nach oben und schafft so eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Erachtet euch als Bindeglied zwischen Erde und Himmel, das seid ihr. Jetzt könnt ihr leuchten, leuchten, leuchten. Gut. Wunderbar, kommt langsam zurück und wir gehen mit dem rechten Fuß nach hinten, erneut in den herabschauenden Hund. So, und jetzt sind wir gut vorbereitet für eine großartige Stellung, Chamatkarasana. Der rechte Handteller ist bewusst in der Erde, drückt und das rechte Bein ganz gerade kraftvoll hochsteigen lassen. Hochdrücken, stellt euch vor, ich säße auf der Wade. Ja, und jetzt Hüfte über Hüfte. Rechte Hüfte über linke. Gut. Drückt in den Großzehballen, werdet kraftvoll. Und jetzt beugt das Knie in der Luft und schiebt die Ferse Richtung Gesäß und haltet die Kraft in den Zehen, die braucht ihr gleich. Mit dem nächsten Ausatmen kommt dieser Fuß hinten runter, neben der Matte und die rechte Hand geht auf die Schulter. Gut. Unteres Bein bleibt gestreckt auf der Außenkante. Ja. Und dann nehmt ihr eure rechte Hand zum Schutz mal an den Kopf. Und dann zieht den Kopf da richtig raus, dass der Nacken lang wird, lang, lang, lang. Und dann wartet, bis das Herz aufgeht, bis es nach oben geht. Wartet, wartet, bis die Schulterblätter euch tragen. Und jetzt schiebt den rechten Arm ganz weit weg. Spreizt die Finger. Und das ist eure Körpersprache, eure Lichtsprache. Die ist wahnsinnig weit, weit, weit aus dem Herzen. Und dann kommt so zurück, erst die Hand auf den Boden, das wird euch das Bein selber heben. Ihr müsst gar nichts machen, lasst es in der Luft, lasst es gebeugt, zieht die Ferse nochmal ran, streckt jetzt langsam Bein und Hüfte über Hüfte, dreht die Hüfte zu und stellt ab. Einmal nach vorne ins Brett gleiten, damit der Abstand wieder stimmt und zurück in den Hund. Und jetzt kommt die andere Seite. Linke Hand, die erdet und schlägt Wurzeln, damit dieses linke Bein kraftvoll aus der Hand heraus über die Hüfte in den Himmel zeigt. Hüfte jetzt bitte über Hüfte. Sehr gut. Schaut mal unten durch, könnt ihr euren Zeh dort immer noch sehen. Zieht das Bein noch nicht weg. Und jetzt beugt zuerst das Knie und zieht den Fuß ganz nah ran, so nah ans Gesäß wie geht. Und dann stellt diesen Fuß so nah an euch an der Mattenrand ab, wie geht. Nehmt die linke Hand direkt an den Kopf, bitte. Unteres Bein gestreckt an den Hinterkopf, dass der Hinterkopf anlehnen kann. An den Hinterkopf, ja, und zieht ihn richtig raus. Gut, und jetzt seid ihr gut vorbereitet. Diese linke Hand kann das Licht leuchten lassen, das in eurem Herz wächst. Und es ist ein Leuchten, das geht rund um den Erdball herum. Das zeigt die Sonne in euch, das zeigt die Weitsicht in euch, das zeigt den Raum in euch. Und jetzt zieht den linken Arm langsam wieder auf den Boden. Das linke Bein geht hoch, ist noch gebeugt, hält noch das Licht ein bisschen in euch. Und jetzt streckt das Bein, dreht die Hüfte zu und setzt das Bein ab. Und jetzt gibt es eine Kinderstellung. Nehmt die Knie mattenweit und setzt euch mit dem Gesäß auf die flachen Fersen. Lasst die Finger nach vorne gleiten und bleibt kraftvoll in den Fingerkuppen. Sehr gut. Und jetzt darf der Rücken ganz weit werden und das Licht darf auch mal im Rücken ein wenig leuchten. Und das tut er, wenn er atmet. Atmet jetzt in den Rücken. Und ihr werdet merken, dass der Rücken sich hebt und senkt. Und ihr werdet merken, das habt ihr schon gemerkt auf eurem Yoga-Weg, dass Atem Lebendigkeit spiegelt und widerspiegelt.
Und dass Lebendigkeit Energie ist. Und dass sie jetzt sehr energiegeladen, wunderschön praktiziert.